Der magische Aufnahmeknopf wurde gedrückt. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt diese Blamage vom letzten Mal wieder ausbügeln. Ja, ich habe aber gehört, unsere findige Jungoma hat eine Solution dafür. Ja. Für dieses Chaos. Die Leute, die oben sind, geben die Zutaten auf dem Fließband nach unten. Ende. Ja. Was? Ich weiß nicht. Das wäre eine voll gute Idee. Ich was wir letztes Mal getan haben. Ich auch nicht. Es war sehr verwirrend. Ja, aber hä? Nix, okay. Hä? Wer war bei so mir? Elik, bist du bei mir rechts Elik, oben? Elik ist bei mir. Elik, schnibbel bitte Tomaten. Mach so, ich. Drei, vier. Soll ich die Tomaten runtergeben? Nein, die bleiben bei uns für unsere Pizza. Gut. So, eventuell, das oder du kannst eine runtergeben. Ah. Nee, nimm bitte die Sachen vom Band. Nimm die Sachen vom Band, bitte. Ja, du hast die Pizza geschnitten und die nimm die Sachen bitte vom Band. Ja. Die ist wieder draufgelegt, Staubpelz, ne? Ja, oh, richtig. Cool. Und die ist in den Müll gelaufen, deswegen. Warum schnibbeln die nicht mal das, was sie uns geben? Weil ihr selber ein Brett habt. Ja, und? Kein Zick dafür. Ich sie auch so schnibbeln. Wir haben vor allem keinen Platz hier gerade. Ja, das war okay, toll. Pizzen her. Ja. Platz neben den Öfen. Die erste Pizza ist mit Pilz, wie ihr gesehen habt. Ja, der liegt da oben auch schon. Könntest du den mal runtergeben? Der muss dann dringend hierher, bitte. Elik, schreibst du die Pizza zusammen? Um Gottes Willen, nimm den Pilz, bitte. Und der Pilz, der in 5 Stunden ankommt? Jaha. Cool, ihr könnt uns auch die zweite Pizza runtergeben. Wir können uns die Sachen auch ungeschnibbelt geben, gell? Wir haben nämlich selber ein Brett. Ja, dann machen wir einfach gar nicht. Okay, wir geben die einfach nur runter, wir schnibbeln nicht mehr. Ja! Okay. Das ist wie gesagt, so spielt man dieses Level. Man gibt die Dinge runter. Könntet mal bitte, geh da bitte weg. Okay. So. Ihr müsst, ich brauche eine Basispizza und eine Salami-Pizza, wenn das Ding wieder tauscht, ja? Sagt ihr Bescheid, wenn ihr, brauche Dinge. Elik, du hast die Pizza da oben stehen lassen, wo sie nicht rausgeht. Die Oma, leg das doch ab. Ich weiß auch hier also eine Basis. So, sorry. Wollen wir gleich neu anfangen. Dann kannst du bitte Liebe üben. Hier. Okay. Basis üben. Und Salami hast du gesagt. Aber ihr müsstet mal was rausgeben, ne? Ja, Elik hast da oben stehen lassen, aus Versehen. Deswegen sagte ich ja, sollen wir gleich noch anfangen, aber okay, wir üben. Und Salami und dann. Wir bräuchten noch eine Tomate. Da liegt eine. Hä? Ja. Ach, ich hab eine Wurst in der Hand, hab ich nicht gesehen. So. Und ich hätte gerne ein Brötchen, wäre cool. Jetzt müssen die Pizzen raus. Na, das ist eher für'n Arsch. Wir haben minus 2 Punkte, Leute, wir sind richtig gut. Minus 32. Mhm. Boah, krass, ey. Wer Minus hat, wer jemals Minuspunkte? Ich weiß nicht, was ihr da wieder macht, ey. Euer Burger kann raus. Der wer Burger hat die Pizza raus, falsch stehen? Wollt ihr den Burger rausgeben? Ja, jetzt, nachdem die Pizzen wieder abgelaufen sind, können unsere Burger raus, richtig. Burger raus? Genau, schmeiß mal raus, das Ding. Achso, ja. Was braucht ihr? Habt ihr genug Pizzen? Ich geb euch jetzt erstmal Pizza, nix. Scheiße. Hier. Und dann erstickt sie. Ah, da ist ein Salami drauf gemusst. Geht das noch? Nö, ich brauch einen Käse. Da kommen okay, zwei. Ich hab ihn gerettet. Perfekt. Ja. Wenn ihr die Sachen nicht annehmt, sind wir es aber nicht schuld hinterher, ne? Das ich schon mal sagen. Wir müssen euch auch die Teller geben. Nicht. Ihr habt selber, ihr habt selber eine Spüle. Ich brauche noch eine Wurst. Kann ich dir gerade nicht geben. Ich bin eine normale Pizza, die keiner will. Ich hatte euch aber vorhin eine Wurst reingetan. Ja, es ist einfach alles kacke. Dina, so. Ist so wie Katzen mit fetten, schwanzigen, flauschigen Schwänzen. Alter, hier, da muss noch ein Käse drauf, dann kann der raus. Ey, ich brauch das Brett. Wir bräuchten auch Fleisch. So mal wieder. Ich wollte schnippeln, aber die standen jetzt davor. Nächsten Burger. Okay, das war eine dumme Idee. Jetzt könnt ihr mir den scheiß Burger mit dem Salat da wieder runtergeben. Und Fleisch bitte, Leutz. Fleisch. Das ist eine Tomate. So unglaublich gut. Ja, es ist halt am Anfang schon schief gegangen. Warum haben wir keine Teller? Weil ihr uns den Burger gegeben habt, da kommt der Teller bei uns raus. Nee. Doch. Die Teller kommen da raus, wo man es rausgibt. Ach so. Aha. Habt ihr auch eine Ablage? Ah, wie dumm. Ja. Okay. Es ist immer 2-2. Also keine Teller hin und her schieben. Guck mal, es will kein. Doch, guck mal, es will jemand einen Burger. Vielleicht können wir. Boah, ich hab sogar einen Salat für drauf. Ich glaube, wir haben es geschafft, obwohl wir richtig kacke waren. Nee, ich glaube, 3 Punkte fehlen. Wir haben 7 drüber. Können wir das bitte trotzdem nochmal spielen, einfach um zu zeigen, Wir müssen noch keine Loser sind.
Wir müssen doch eh noch die 4 Sterne irgendwann machen. Ich dachte, es gibt keine 4 Sterne bei Overcooked. Also ich glaube, beim Remake schon. Okay. Doch, beim Remake schon, nur na beim gut. ersten nicht. Ich fühle mich nicht, hätte ich dieses Level geschafft. Das nee, ist das okay. Ist echt, das ist wirklich sehr unbefriedigend. Aber okay. Sie ist als Cliffhanger, um die Spannung hochzuhalten. Also mal langer Cliffhanger. Ich sehe es eher als Blamage. Die Story müssen wir trotzdem angucken, oder? Cashy Plot, bitte. Entschuldigung. Ich dachte beim letzten Mal, weil wir ja schon 2 Sterne hätten, wäre das schon. Ach, der hat den König alles ignoriert. Aber ist doch nur der Zwiebelkönig. Hat der nicht gesagt. Er kann keine Satzzeichen benutzen, oh doch. Doch noch, nur keine Punkte. Fragezeichen und sowas oh, geht. Ja. Ah, na gut. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Habt ihr euch. Ihr habt euch vorbildlich geschlagen und es so weit geschafft. Wir schreiben jetzt das Jahr 2008. Sitzt eine Ratte auf dem Sofa. Die Oma ist immer noch jung. Ach, die Gerüchte waren wahr. Die Rückkehr der Bestie steht nun fest. Etwas ist jetzt im Gange, das nicht mehr aufgehalten werden kann. Ihr müsst jenseits des Rands unserer Welt reisen. Die Sterne erwarten euch, junge Köche. Eure Fähigkeiten werden nun wahr auf die Probe gestellt. Aber peinlich als im letzten Level kann es nicht werden. Viel Glück, meine Freunde. 3 Punkte kann ich übrigens. Ja, komisch. Szene wird vorbereitet. Yeah. Ha. Sind wir jetzt schon im Weltall-Level? Das ging fix. Was ist ja, aber Overcooked 2? Ja, aber das hieß ja Space. Nee, es gab auch hier, Weltall-Level. Echt? Oh. Ja, ja, mit den Docks, genau. Ah. Dem Ding, was unten wechselt. Was ultra langsam ist. Aber wir können einfach einen doof da unten reinstellen, ja, der einfach immer nur spült und die Zutaten gibt. Es wechselt mit Knopf. Richtig. Okay. Stimmt, und braucht ewig lang. I remember. Ja, aber es sind 800 Punkte, nur das ist eigentlich okay. Das sind Buriten. Ja, holt euch ein bisschen Zeug raus. Sollen wir vielleicht irgendwie Topf und Pfanne tauschen oder so? Nee. Oder sollen wir beidseitig braten? Ja, ja, ja. Nee, beidseitig. Okay. Nimmst du noch ein Burrito, bitte? Ja. Okay, jetzt ein Elektro-Knopf. Danke. Oder auch nicht. Ich bin gestorben. Entschuldigung. Bist du da drin gestorben? Ich glaube, er wollte gerade und Kirschi hat ihn... Gemacht jetzt ist er hier. Ja. Hallo, okay. Elik. Hallo. Kein Problem, ich schaff das. Was braucht ihr alles? Burrito? Ja. Ihr macht bitte... Ja, wir machen beides erstmal Fleisch. Ne? Perfekt. Fleisch, gut. So, noch ein Burrito. Auf damit. So, ich mach jetzt ein Hähnchen, weil ich habe auch nichts anderes sonst. Ja, okay, okay. Okay, warte, Erik, so. Wir schicken dich ja, rüber. Ja, ihr habt jetzt alles da. Ja, bitte. So, wir machen auch ein Hähnchen. Erik, kannst du spülen? Na klar. Ja, er muss auch unsere Spülteller dann nehmen. Die müssen wir beim nächsten Mal dann gleich reindrücken. Kannst du gleich geben? Scheiße, ich habe gerade was rausgegeben. Ohne. Hä? Wir müssen auch nur 8. Oh, ich habe den Reis nicht mit raus. Hm. Bitte? Entschuldigung, ich habe gerade Blödsinn gemacht. So, jetzt müssen wir vorbereiten. Wir haben keine Burritos mehr. Bitte, ja, Burritos hier rüberkommen. Wechseln, bitte. Kirschi einmal knopfen. Danke. Mir fehlt auch einer. Ich habe voll den Blödsinn. Okay, kann noch einer rein? Wer kriegt das hin? Warum funktioniert denn das nicht mehr? Wo bin ich? Da bin ich. Alles falsch. So. Okay. Wir brauchen die Teller dann auch wieder, Elek. Schmeiß sie einfach. Oh, ja, genau. Schmeiß sie einfach. Ja. Passt schon. Ich brauche Burrito. Ich habe hier nichts mehr, ne? Haben wir alles zweimal gewonnen? Ja, passt schon. Ja, okay. Dann können wir ihn rüber schicken. Ja. Tschüss. Hast du. Okay, tschüss. Wir machen jetzt mal Fleisch. Und Kirschi, komm du durch? Da haben wir wieder nur einen sauberen Teller, weil du gerade nicht auf den Teller, Con. Nicht auf den Teller. Ich gebe das Hähnchen raus. Die Burrito können wir auf den Teller packen, oder? Jetzt ja. Mit Fleisch. Und raus. Okay. Kirschi, du kannst dein Fleisch denn raus tun. Kirschi, holen danach. Teller, bitte. Einer liegt oben bei dir, neben der Tür. Ja, Elik, wir brauchen dich. Wir haben nichts mehr. Okay. Good. Dann muss Kirschi den Knopf drücken. Honey, Burrito-Reis? Ja. Wo sind denn... Ich habe keine Burritos bekommen, Elik.
Du hast eigentlich welche? Die sind bestimmt runtergefallen. Die lagen in der Tür. Ach nein. Ich kann nichts rausgeben ohne Burrito. Ich kann nichts rausgeben ohne Teller. Ich wollte gerade werfen. Verdammt. Das war ein Fehler. Ich brauch ganz dringend Teller. Teller. Teller liegt neben dir, Mann. Ach Gott, hab ich Teller. Nicht ja, dringend. Jetzt läuft es ab wegen euch. Ich kann nichts dafür. Hör dir den Burrito gleich entgegen. Okay, ich werde die Teller auf den Fußboden werfen. Da sieht man sie besser. Okay. Auch Reis. Dann tue ich den Fleischburrito raus. Entschuldigung. Ja. Ah, okay. Dann müsste. Genau, jetzt nochmal Fleisch und dann Hähnchen. Ja. Oh, ich hab's unter den Burrito geschoben. Ich hab hier Fleisch. Ja, ich hab das Hähnchen, aber ich hab keinen Teller. Ich hab gar nichts mehr. Wir haben nichts zu tun. Können wir Edik haben? Ein Teller? Ja. Bestimmt. Warte. Gib den Teller, Kirschi. Gib den Teller, Kirschi. Ja, ich hab euch... Nein, Kirschi, behalte deine zwei Teller. Mach jetzt hier keinen Chaos, bitte. Warum nicht? Langsam. Nein, Edik! Ich nehme das Ding auch ohne Edik. Gut. Ich spüle. Kann auch spülen. So, ich gebe ein Hähnchen raus. Das kann ich, krieg ich auch hin. Ich mach Reis. Mir fehlt ein Reis. Gott, ist das ein Chaos. Aber Leute, wir haben die Punktzahl übrigens schon. Fleisch. Und, oh, ist eh keine Zeit mehr. Okay. Okay. Das da raus, das da kochen, das da hacken. Bin begeistert. Also wir kriegen eh nur noch eins raus, ne? Rito, weg, ich hab mit Teller. Ja, Teller. Kasha, kriegst du das Huhn noch raus? Weiß ich nicht. Ja. Sag mal. Nice. Das war ordentlich. Das war zufriedenstellender. Ja. Die Sune. Cosmo-Kochshow. Easy. Dem. Für unsere 2,5 Zuschauer, nicht wundern, falls meine Stimme anders klingt, ich bin erkältet. Was bestimmt unschwer zu erhören ist. Ja. War das der Stimme-Level? Ah, nein. Burrito-Level, okay. Das war der, wo die Lava-Boten wechseln zwischendrin. Ja. Oh, ich erinnere waren mich. Waren da auch Feuer rum? Ja. Das war anstrengend. Also, es fliegt da. Also, man muss halt gucken, weil es bricht halt immer, ne, im Uhrzeiger, nicht im Uhrzeiger, also so Norden, Süden, Osten, Westen. Riecht dann irgendwann der Weg weg. Ich mach Reis. Ich will hier oben nicht gehen. Gut. Das klappt gut. Wir haben auch nur ein Schnibbelbrett. Ja. Abfall. Ja. Irgendjemand muss dann Reisburritos nach rechts oben bringen. Ach, die Feuerbälle. Stimmt, da war ja was. Das, was ich eben gemeint habe. Mhm. So, kannst du bitte wechseln, damit ich es rausgeben kann, weil ich laufe keine 10 Kilometer deswegen. Wow, okay. Ah, ja. Es ist gewechselt. Gut. Nell. Gut. Ich kann ja mitnehmen, Cash, ich muss eh da. Ja. Och, okay. So. Tu mal das Fleisch da weg. Das Fleisch ist da doof. Nein, der Burrito muss da bleiben. Das Fleisch muss weg, nein. Ich wollte das Reis gleich in den Burrito stopfen. Ja, genau. Aber das... Alter. Oma! Ja. Du hast mich runtergeschubst. Mich auch, wenn es dich beruhigt. Hallo? Ein bisschen. Elik, also bevor Leute. Du nichts tust, das geschnibbelte Fleisch muss nach rechts oben zur Pfanne. Ich bin zu blöd zum Laufen. Aber noch nicht in die Pfanne, oder? Weil ich weiß ja nicht, ob du normales Fleisch brauchst, ja, oder... Ja, genau. Ich brauche normales Fleisch. Könntest du bitte aufhören, das neben den Dingen zu... Boah, ich hasse es. Es ist eh noch nicht dran. Nein, warte, es ist eh noch nicht dran. Auch ein etwas Fleischding. Alter. Wir haben nur zwei Teller. Wie dumm ist das denn? Bleibt unser Fleischburrito? Brät gerade. Ich glaube, der wird nicht mehr rechtzeitig fertig, oder? Elik? Ich habe nichts gemacht. Bei mir bist du hinter mir gelaufen und ins Wasser geklatscht. Also, die Lava. Ich mach den Weg frei und es läuft ab. Dann gebe ich mal ab. Das ist nicht wahr. Dann bräuchte ich mir jetzt eigentlich noch ein Hühnchen. Warte, ich komm mit Hühnchen vielleicht irgendwann. Haben wir noch keinen Teller.
Ach so. Ja, es gibt nur zwei Teller in diesem grandiosen Level. Jemand guckt, wie viele Punkte wir brauchen? Nein. Nein. Okay. Wir haben aber eh paar Punkte verloren, also. Aha. Okay, stehen wir alle hier. Bitte, bitte raus aus meiner Küche! Haben wir denn irgendwo fertiges Fleisch? Nee, ja, da, hier. Wir haben beides. Ah, was willst du? Okay. Was muss raus? Oh. Ah! Con, jetzt haben wir nicht mehr beides. Ich gebe einfach ab. Ja, ja, gut. Whatever. So, Fleisch. Wollte eigentlich nur vorsichtig laufen. Direkt verkackt. Teller. Das ist meine Aufgabe. Ja, dann mach auch. Ja, mach ich doch. Der ist doch gerade erst gespawnt, Mädel. Nicht das Fleisch in den Müll hauen. Hat irgendjemand Reis-Burrito-Teller gesagt? Nein, die Oma sagte Teller. Ja, kriegst doch jetzt auch einen. Ich wusste ja, dass Con einen spült. So, und dann mit Hähnchen. Ja. Aber bevor man dreimal läuft, läuft man halt lieber nur zweimal, wa? Nee. Aber alle guten Dinge sind drei? Na, so geil wie hier helfen euch da und... Reis Burrito. Ich hol einen Teller. Kannst mir mal einen Burrito bringen? Ich bring mal ein Hähnchen raus, ne? Hier. Oh, der Weg ist jetzt bei kannst dir. Kannst du den Reis nehmen? Brauchen wir denn? Ach, Fleisch ist fertig. So, das war richtig schlecht. Ich hab noch irgendwas rauszugeben. Hätte ich mal geguckt, was dran ist. Einfach war backen. Der hat sich geopfert. Kirschi, ernsthaft? Ich krieg den Burrito nicht. Hallo, nimm den Burrito bitte. Danke. Hallo. Und dann auf den... Elig. Mit dem Hintern in die Lava geschubst. Geil. Schön. Geil. Wir haben es geschafft. Diese drei Sterne sind keine drei Sterne. Das ist einfach nur erbärmlich. Wir beenden diesen Part jetzt hier, bevor es noch schlimmer wird.